Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und da hat man es vielleicht für ein paar Sekunden gesehen. Je weiter man nach Süden geht, desto gefährlicher wird es. Und dann ist da ein Bild von der Todesfalle. Und hier ist eine Geht's wieder los? Maulwurfsratte. Du wirst sehen. Und ja, das heißt wohl, im Süden sind viele Todeskrallen. So, ich habe meinen gesamten Schrott hier eingelagert. Hab trotzdem sehr viel Sachen noch. Sehr viel Gewicht noch. Komischerweise. Was wahrscheinlich an den ganzen Granaten liegt, die ich letztens aufgesammelt habe im letzten Part. Wir sind übrigens da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, an diesem. Oh, hi. Du musst in deine Tür reinbauen, ey. Und ja. Der eine Ort. Maskis und. Irgendwas. Das ist der Ort hier. Den wir noch nicht betreten haben. Und jetzt sind wir hier und hauen alles kaputt. Zum Beispiel diese legendäre leuchtende Maulwurfsratte, die mir eine verärgernde 10 mm Pistole gibt. Kriegst du einfach wegen das Ziel zur Raserei. Okay, will ich das? So, wo sind wir? Wie ist der Ort hier? Maskis und Sand. Okay. Ja. Das scheint hier schon alles zu sein. Ich dachte, hier ist eine ganze Anlage oder so. Ich habe da von weitem natürlich nicht gesehen. So, mein Helm habe ich jetzt auch mal ein bisschen verbessert. Er ist jetzt so stark wie mein vorheriger Helm, den ich davor hatte. Vorheriger Helm, den ich davor hatte. Geil, ne? Und ja, hier gibt es auch 16 an Verteidigung. Ja, irgendwie ironisch, dass der Zerstörerhelm heißt, überhaupt nicht aussieht wie so ein Helm. Und mehr Intelligenz und Charisma gibt. Also, ja. Warum? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ich finde das gut. Ist besser als hier so VTS-Verbesserung. Mit, weiß ich nicht. Über mir? Meine Güte, was kommt denn hier noch alles? In der letzten Folge hatten wir so relativ wenig Gegner und jetzt kommen hier ganz schön viele. So, kann ich da hoch? Bestimmt, ne? Open World. Kann überall hingehen, wo ich will. An so einem ähnlichen Ort in Fallout 3 hat man eine Todeskralle begegnet, glaube ich. War auch irgendwie so was. Guck mal, der Schatten da. Und irgendwo habe ich Schüsse und Explosionen. Ja. War auch irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Kiesanlage, ich weiß nicht, wie man so was nennt. Und Mineralabbauanlage, hey, aber was. Laborflasche. Oder ist, wenn ich mich nicht irre, eine Todeskralle irgendwann aufgetaucht. Noch hier irgendwas. Was hat denn hier? Legendärer Red Hirsch, ehrlich? Was zum Teufel? Der lenkt einen Fuß da vorne raus. Geht. Ja, der ist mutiert. Ja, komm, versuch du mal hier hochzukommen. Alter, ist der schnell. Wie schnell er ist? Oh, sehr gut. Oh. Lederrüstung. Guck mal, da hängt, den hängen die Füße vorne. Oh Gott. Immer noch nicht fertig, Mann. Muss ich überall noch mal hingehen, wegen Missionen, nehme ich an. Da hat sich gerade immer bewegt, glaube ich. Oder auch nicht. So, dann haben wir wieder einen Ort. Auf der Karte. Und da ist ein Haus. Ist das da, wo ich im letzten Part war? Nee.
Kann man da nicht rein. Sobald die Fenster irgendwie so zugebrettert sind, kann man sowieso nicht. In den meisten Fällen da rein. Ne. So, da sehe ich unten am Radar irgendwie was. Das sieht aus wie ein Auto. Da ist so ein Gebäude. Nicht wieder so ein offenes Lager oder so. Ne, sieht nicht so aus. What is this? What do we have here? What's Haushaltselektronik? Sieht nicht so groß aus von draußen. Das heißt wenig Gegner, das heißt weniger Gefahr, das heißt ich sterbe weniger. Erstmal haben wir ein Terminal hier. So. Memo. Ralf, ich wollte dich kurz daran erinnern, dass heute Abend die Lieferung reinkommt, über die wir gesprochen haben. Wie gesagt, das Ganze darf nicht in den Büchern auftauchen. Denk daran, was belohnt Mitarbeiter, die gute Teamplayer sind. Rolodex Recorder, nee, Rolodisks, optische Linse, Vakuumröhre, Elektronik halt. Na, ist nix. Dann gehen wir mal da gucken. Weil Elektronik, also nehme ich mal an, da drin sind Roboter, ne? Gehe ich jetzt mal ganz schnell, ganz stark davon aus. Okay. Ah, gucken wir mal. So ein schönes Elektrogeschäft. Uri. U gleich R mal I. Ja, ist nicht so groß, gut. Oder auch nicht. Da geht es noch runter, geil. Und da sehe ich doch schon so ein Robotermodell, so ein Mr. Gatsio. Du gehst gleich auf mich los. Das sage ich jetzt schon. Und du auch, die tun nur noch alle so. Na warte, darauf falle ich nicht rein. Ich kann doch ja jetzt schon alle erledigen, aber verdammt, ich habe nicht so viele. Kannst mir helfen? Ich mache das selber. Ich mach's mir selber, Mann. Cool, Frau. Nicht schlecht. Ich sollte dir hier und da ein paar Hinweise geben. Ja, ist klar, dass ich jedes einzelne Schloss in diesem Spiel jetzt öffnen kann, ne? Schon seit langer, langer Zeit. Habe ich Impulsgranaten? Nee. Ah, da wird ein Spaß hier drin. Nee, runter möchte ich noch nicht. Vielleicht kann ich die auch alle, also nicht so aktivieren, dass die auf meine Seite sind, aber wir wissen ja, wie das immer ausgeht. Das wär's. Ausschlag? Okay. Mal gucken, ob ein Ausschlag von meinem Mikrofon kommt, weil wenn nicht, dann nicht gut, weil dann nimmt das Mikrofon nicht auf oder ist nicht richtig angeschlossen oder so. Experte, ach, geh weg. So. Ah. Bin Experte, ich habe meinen kleinen Finger nach oben, wenn ich das Schloss knacke. Also in einer Hand so ein Schraubenzieher, in der anderen Haarklammer, und trotzdem glaube ich jetzt noch den kleinen Finger so nach oben zu halten. Oh, und noch eine Mini-Atombombe. Oh, so viel Geld. Boah, ich muss mir echt in meiner Basis irgendwie so eine Wanne oder so bauen, wo ich ganz viel Geld rein tue. Das mache ich, glaube ich, irgendwann mal.
Wanne, da tue ich einfach so ganz viel Vorkriegsgeld rein. Oder Kronkorken. Kronkorken kann man ja auch platzieren. Dauert nur halt lange. Habe ich so ein Pool aus Geld. Schade, dass man sich nicht in Badewanne reinlegen kann. Vermisse ich irgendwie in dem Spiel. In Skyrim zum Beispiel konntest du mehr so Kleinigkeiten machen. Also so kleine Animationen. Zwar auch nicht so viel, aber ein bisschen mehr als hier. Konnte man in Skyrim angeln? Ich glaube nicht. Oder vielleicht im DLC irgendwann. Ja, kommen ja auch irgendwann noch DLCs. Also ja, ich bin noch eine Weile hier beschäftigt mit dem Projekt. Wer weiß, wie lange das Spiel irgendwie geht. In dem Forum, wo ich angemeldet bin, hat irgendjemand ein Skyrim Let's Play gemacht, hat schon 500 Parts hat. Also ja. Vor allem, da ist so ein Spiel, das man wirklich so lange spielen kann. 500 Parts, weiß ich nicht, immer so 30 Minuten, das heißt, sind so 250 Stunden, glaube ich, die man dann reingepackt hat. Und so ein Spiel kann man auch so lange spielen. Oder hat man noch alles hier gefunden hat. Also ja, vielleicht wird das hier auch so lange gehen. Und wenn die alle gleich erwachen, ne, dann gibt es Probleme mit mir. Wenn ich jetzt wüsste, wann die erwachen, wäre das noch besser. Ach nee, ich bin von. Okay. Ja, weil in Skyrim konnte man irgendwie, also eine Kleinigkeit, man war Holz sägen. Also in der ersten Stadt, die du gewesen bist, konntest du Holz sägen. Und das hat gar nichts gemacht. Das hat wortwörtlich nichts gemacht. Hast du so eine kleine Animation gesehen? Ach, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Wo er so einen Baumstamm nimmt und den in so eine Sägeanlage reinpackt. Und dann hat die Säge automatisch hier so das Ding in zwei geteilt. Und das hat nichts gemacht. Das hat einen, glaube ich. Ich glaube, das hat doch, das hat einen, glaube ich, irgendwie so zwei Holzbalken und so gehen, die man Ist durch verkaufen ein kann. Terminal gesperrt. Ah, okay. Aber mehr hat auch wirklich nichts gemacht. Dann hat irgendwie, weiß ich nicht, da kannst du vielleicht Geld farmen oder so. Aber die Dinger haben, weiß ich nicht, sehr wenig gegeben. Hinterlass die Tage am vereinbarten Punkt, wie besprochen. So, wenn jetzt die alle. Oh. Ja, militärische Protokolle deaktivieren. Ach so, ich dachte, ich kann jetzt die Router sagen, ja. Mach alle Militäraktionen aus von den Robotern. Wenn jetzt die Roboter wach werden, ne? Nur weil ich an so ein Safe gehe, ne? Dann muss ich das aber auch lohnen. Okay. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Warum bewegen sie sich nicht? Trau dem irgendwie nicht. Muss es doch irgendwie einen Ort geben, wo man die aktivieren kann. Weil die sehen alles aus, als könnten sie sich theoretisch nur bewegen. Hier war ich noch nicht, ne? Oder? Da drin schon, ja, aber ich, das ist so verdächtig, weil vielleicht bringt das auch was. Oh, da war ich, glaube ich, noch nicht. Hi, Terminal, benötigt Terminal. Schraubenzieher, Klebeband, Upsala.
Jetzt aber, wenn ich jetzt hier das Ding aktiviere, dann wachen die alle, ne? Hi. Ha. Einzige Red Kakerlake. So, machen wir den auf. Ich fasse nicht. Jetzt krieg ich aber Sag viele, mal, krieg was über dein Zeug macht. 50. Was habe ich denn noch am Platz? Ja. Die Dinger wiegen aber ganz schön viel. So. Mega Hack. Enthält den Source Code zum Hacken von Protectrons. Liest du das jetzt? Wirklich? Ja. Was bedeutet das jetzt? Kann ich jetzt Source Code Protectron? Nee, nicht. Kann ich die aktivieren? Jetzt. Warte mal, komm mal her. In Fallout 3 gab es auch irgendwie mal so ein Skill, wo von hinten irgendwie die hacken konntest im Kampf und wie du gehst da dran. Also ich bitte Sie noch nur, die Militärsprotokolle unserer gestern erhalten Router abzuschalten. Sie im nahen Demo muss laufen lassen können. Ist das ein Problem? Sie kennen sich doch mit Computern aus. Vor allem die Comics und Spiele, ihre ganze Aufmerksamkeit, wenn sie erwachsen sind. Werden sie zum Teamplayer. Serverstatus. Okay, wenn ich das hier aktiviere, dann gehen sie alle los, ne? Dann gehen sie alle auf mich los. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was das jetzt ist. Hacker. Steht aber nichts. Oder kann ich mir jetzt Protectrons irgendwie bauen in der Basis oder so? Ah, dann. Ja, dann kommt mal her. Boah, was eine Überraschung, ne? Er hat mich eingesperrt. Ist da Handy? Wo stecke ich denn jetzt schon wieder fest? Ich stecke ja fest, ich komme ja nicht raus. Hier raus, Mann. Bist du auch noch zu schießen? Nicht so, nicht so. Jetzt bin ich in Zeitlupe. Ist ja super. Ah, Kate, zieh mich hier raus. Oh Gott, lass mich. Warte mal. Warte mal, benutzer Terminal. So, benutze mal Terminal, dann werde ich da bestimmt hier rausgeglitscht irgendwie. Ah! Ist nicht echt, oder? Also. Hilfe! Ich komme ja nicht raus! So, lass mich. Oh, so gut. Sehr gut, sehr gut. So. Speichern. Das war schon wieder selten dämlich. Ja. Müsstet ihr nicht theoretisch schon auf euch selbst losgehen oder so? Wow. Wow.
Ja, smart, Feuerpass auf dich. Da sind auch Erfahrungspunkte hier, ne? Boah, what? What? Den kann man echt anschießen. Muss ich bis jetzt nicht. Ich wollte halt immer mal ausprobieren, habe ich aber nie gemacht. Ja, auch breitet das Wasser her damit. Direktorassistenz Handy, was? Vor allem, ich habe ja jetzt Schadensresistenz gegen Roboter, das ist ja geil. Wegen Dingens. Hier geblieben. Wegen Cotswold. So, ich habe hier einen mit Namen gehört. Bei mir? Ach, da oben. Ach, der im Büro, okay. Hast du Angst vor mir? Solltest du auch haben, denn ich werde dir einen Blitz antreten. Schluss mit dem Spielchen. Ist das dein letzter Angriff? Oh Mann, warum tue ich denn so Schüsseln gerade schießen? Einer. Oh, der macht schon wieder eher Schaden. Los, hau ihn kaputt. Hau ich ihn kaputt. Sehr gut. Ah. Ah, aber nichts hinterlassen, leider. Schade. Ich dachte, die alle abzumetzen wird vielleicht irgendwas bringen. Ist aber abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir mal einen Ort hier abgeschlossen. Kann ich noch irgendwas tragen? Ja, nehmen wir die Waffen hier noch mit. Zum Verkaufen. 201, ja. Wow, jetzt kann ich aber nichts mehr tragen. Ja, das war interessant. Von Robotern geambusht zu werden. Mint halt. Oder ist jeden Teil. Ich habe schon geahnt, aber trotzdem. Nett. Guck mal, was hier noch so ist in der Gegend. Finde ich gut. Ist einfach so random irgendwie so Sachen machen. Das ist ja auch was. Also 7 Minuten, 6 Minuten. Wenn wir ja noch irgendwas hier finden und irgendwas looten, was weiß ich. Mal einen Schluck Wasser, noch einen Schluck und dann gehen wir da zum immer Autofriedhof oder irgendwie sowas sagen. Mob. Ja, wie nennt man sowas? Okay. Bin hier anscheinend. Über mir? Da haben wir wieder so eine Kleeblattfabrik. Würde ich auch mal irgendwann rein. Ich habe so einen Verdacht, hat irgendwo so eine Glücksbockelpuppe drin. Der ist in irgendeinem von diesen Dingern. Da kam Memorial Bridge. Okay. Oh Gott, was so? Was? Oh. Hallo. Okay. Ja, ich habe gesehen, dass da unten Benzin und so war am Boden und Kanister, aber trotzdem. Wenn mich nicht Genie, außer du meinst es. Okay, wie ist das Ding bitte schön in Flammen aufgegangen? Jetzt aber stehen können, wenn ich dagegen geschossen hätte oder dann in Flammen aufgegangen ist, aber das ist einfach so spontan selbst entzündet. Meine Güte. Unter Brücken. Gucken wir mal unter der Brücke. Obwohl, das klingt nach einer sehr dämlichen Idee. Da hat irgendwas geplatscht im Wasser.
Ich wollte erst sagen Boden. Ja, da so Brücken ist verdächtig. Obwohl ja wahrscheinlich nichts ist, ne? Ich dachte, da wäre was. Okay, so viel dazu. Okay, den Buckel kann man nicht abschließen. Nehme ich an. Ah, da war noch hier. Da ist was. Ja, der kaputte Sendeturm da wahrscheinlich, ne? Ja, komm ich auch nicht. Was soll's? YOLO! Puff. Überraschend wenig Leute irgendwie außerhalb des Ödlands begegnet. Also so Gegnergruppen und so. Die nicht an irgendwelchen Orten gewundert sind. Angst bekomme ich schon so viel legendär erledigt habe, ne? Oh nee. Sind schon wieder so Leichenbeutel. Da ist ja, da ist schon der erste. Super. Na gut, dann weiß ich nicht. Soll ich hier schon Schluss machen? Ja, ich glaube schon. Welche Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.